Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti-Bär-Bandai. Es ist eine neue Folge Starcraft 2 mit den Mutti-Bären gegen einen Terraner. Auf Tramfang-Rallye. Gegen Terraner habe ich natürlich jetzt mittlerweile ein paar mehr Builds. Und ja, läuft auch ein bisschen einfacher. Was heißt einfacher? Je nachdem, wie der Terraner spielt. Läuft es eigentlich ganz gut gegen Terraner zurzeit. Wir spielen gegen Terraner, ich muss nicht dicht machen. So bauen wir in der Base, ne? War ja auch noch nicht so früh runter. Außer also, es kommt halt irgendein Proxy-Kack. Das wäre natürlich richtig, richtig scheiße. Da hat der Terraner. Ich hatte mal ein Spiel, da hat der Terraner hier oben geproxy bei mir in der Base. Habe ich natürlich nicht gesehen. Bin ich ein bisschen paranoid und gucke halt immer mal nach. Man weiß ja nie. So, wir spielen 20er Echse und werden dann ein Two-Base DT Blink All-In spielen. Da kommt der Scout. Das kommt auch rein. Das Gas. Gucken nochmal, ob er Doppelgas genommen hat. Nicht, gehen wir nach Hause. Mit. Pylon unten gebaut. Okay, er nimmt eine Echse. Nee, das geschafft. Stalker zuerst. Spielen drei Stalker Opening. Twilight Council und den Reaper in der Bude. Oh, schön geblockt. Hat natürlich auch mein Dingsy Bumsy delayed. Alles passt schon. Und er hat nichts gesehen. Jetzt nehmen wir eine Robo oder nee, Two Gates? Ne, eine Robo uns erst. Müssten aber irgendwann auch mal vorscouten. Obwohl, ne, wir haben ja dann Observer. Ich wollte einen Observer einfach. Das ist die Sache. So, jetzt müssen wir eigentlich das hier anklicken und das hier.
Eigentlich kommt zuerst das hier. So, und wir adden Gates, jede Menge. Also wir wissen gar nichts, was er macht. Aber gleich versuchen wir es auszufinden. Die Scheiße. Warum fliegen Fanny denn da lang? Ah, was machen die da unten? Gut, das Spiel ist durch. Hätte das gewusst, wäre ich tot gewesen. Shit. Was machen die Worker da unten? Ich bin aus Versehen hingeklickt bestimmt. So, wir sind ein bisschen hinterher jetzt, im Bild. Wenn wir jetzt Gas brauchen. Also Gas haben wir schon, jede Menge, aber... Na, da kommt dann gleich der All-In hinterher. Noch Gate. Das ist nicht wenig, was er stehen hat. Zu viel dazu. Widowmines sind halt echt mies. Jetzt kommt er. Oh, Pylon. Nee, ich jetzt? Ja, das ist vorbei. Da habe ich zu wenig Army. Auch nicht schlecht. Mineralienfeld erschöpft. Ich komme aus dem Schatten. Ihr habt nicht genügend mit. Ich komme aus dem Schatten. Zakul Inok Katun. Ich bin die Quelle von Schatten. Mein Leben, der Kampf!
Upgrades wären schon. Das reicht einfach nicht. Der wird nicht so gut, wenn so viele Tropps kommen. Ach, das ist dumm. Fiese Troppe immer, ey. Ah, die Scheiße erst, ey. Ich glaube, ich habe eigentlich keine Chance mehr, da schon eine dritte Base. Und der Tropf war halt Anfang der Genickbrecher von meinen All-In. Und hier steht halt zu viel. Sie gehen das nicht mehr. Ja, GG. Der Tropf hat schon das Genick gebrochen. Da war es doch viel zu einfach für den Terran. Ich finde das, ehrlich gesagt, für Terran ist es viel zu einfach, die feindliche Ecke wegzumachen. Und beim Rotos erholst du die einfach nicht mehr. Ist halt so. Na gut, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.